Heute ruft die zweite Liga und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und am Mikrofon natürlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute heißt es also Ingolstadt gegen Holstein Kiel. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Meinst du, die Ingolstädter können sich festsetzen in der Bundesliga? Ich glaube schon, dass das Fundament des Clubs sehr solide ist. Wichtig wird sein, dass man in dem Projekt nicht zu schnell und zu hoch hinaus will und sich dann übernimmt. Wenn sie den Weg Schritt für Schritt weitergehen, dann kann das was werden. Schiedsrichter heute ist Heiner Schnitti. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Leipertz. Wird das eine Torchance? Gauss. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da ist die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Kinzombi. Plädel. Sie kommen über den Flügel. Da kommt die Flanke. Gute Aktion, gut geklärt. Das könnte gefährlich werden. Die Defensive steht. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Tom Weiland. Dominik Schmidt. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Ja, und kein Wunder, dass da der Pfiff vom Schiedsrichter kam. Wir sehen es nochmal, eine glasklare Abseitsposition. Martin. Leipertz. Tresch. Kittel. Wird's jetzt gefährlich? Da geht er dazwischen. Kingsley Schindler. Guter Ball nach draußen. Es gibt hier Einwurf. Patrick Herrmann. Schön dazwischen gegangen. Und jetzt wird es Einwurf geben.
Geht direkt weiter. Schneller Einwurf. Und direkt zurückgespielt. Kittel. Kledel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gut aufgepasst. Christopher Lenz. Duxch. Und direkt zurückgespielt. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Kittel. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Leipertz. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Tom Weiland. Er spielt heute an seinem Geburtstag. Martin. Cohen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Cohen. Gauss. Kittel. Cohen. Levels. Trash. Das könnte eine Gelegenheit werden. Cohen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und klasse durchgesetzt. Kurze Flanke jetzt. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Kledel. Tom Weiland. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt müssen sie aufpassen. Kutschke. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Bieler. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Schöne Aktion. Keine gute Idee, es hier mit der Hacke zu versuchen. Spielt den Ball direkt zurück. Cohen. Das könnte die Chance werden. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt könnte er flanken. Da trennt er ihn vom Ball. Und jetzt gibt's Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. Da war richtig Wumms hinter diesem Schuss von der Strafraumgrenze, aber der ging vorbei. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kittel. Da ist die Flanke. Guter Pass, super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Die Ecke kommt rein. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen.
Kittel. Das könnte gefährlich werden. Er spielt den Pass zurück. Cohen. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Hereingabe kam gut, aber der er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Muss Einwurf geben. Geht direkt weiter, schneller Einwurf. Fängt diesen Ball ab. Wird das eine Torchance? Da passt er auf. Kingsley Schindler. Und den spielt er gleich wieder zurück. Da können sie erstmal klären. Und jetzt der Schuss. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Tom Weiland. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Und jetzt die Chance. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Trash. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt vielleicht. Guter Versuch, aber kein Tor. Na, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Leipertz. Cohen. Kittel. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Null zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ziemlich ausgeglichen diese Partie bis hierhin, oder Buschi? Können wir genauso festhalten, Wolf. Sieht man ja auch an den Statistiken. Ballbesitz, Torschüsse, sie nehmen sich nicht viel. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Gauss. Ball draußen, gibt Abstoß. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Eigentlich eine gefährliche Entfernung, aber der Schuss war zu ungenau und geht drüber. Und da ist der Ball wieder weg. Trash. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist er vorbei. Schlecht verteidigt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das gibt einen Eckball. Der Ball kommt rein. Schön geklärt.
Gute Aktion. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Cohen. Martin. Da kommt die Hereingabe. Jetzt die Flanke. Spielt den Ball direkt zurück. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Sie kommen jetzt über außen. Flanke jetzt. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Jetzt wird es den Wechsel geben. Cohen. Kittel. Ballverlust. Ja, guter Pass. Guter Steilpass. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Steven Leverenz. Das sieht gefährlich aus. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Muss Einwurf geben. Der Trainer wird wechseln. Trash. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da kommt der Schuss. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Trash. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Hartmann. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Trash. So langsam wird es gefährlich. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Den kann er klären. Jetzt kommt hier der Wechsel. Leipertz. Ball kommt flach. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ball im Aus, das gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Zu ungenau, aus diesem Ball können sie nichts machen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Rafael Chichos. Martin. Kittel. Kutschke. Schönes Zuspiel. Wird's jetzt gefährlich? Kutschke! Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das hat er klasse gemacht. Ja, richtig. Dass er den Ball hier direkt nimmt, genau so muss er es machen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Fängt diesen Ball ab. Einwurf jetzt. Levels. Trash. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor.
Cohen. Und er schießt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Kittel. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Hermann. Peitz. Abgefangen. Gut gemacht. Cohen. Kittel. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen es ja auch nicht zwingend. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Cohen. Guter Pass. Das könnte gefährlich werden. Flanke bleibt hängen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da ist die Flanke. Szene geht weiter. Trash. Flanke kommt ganz weit. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sonny Kittel. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Duxch. Das war einfach. Und er hat den Ball. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Cohen. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Gut verteidigt hier. Wird das eine Torchance? Gauss. Da ist die Flanke. Gute Chance. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Kutschke. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Hermann. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Cohen. Jetzt wird's gefährlich. Gut den Körper eingesetzt. Levels. Klasse gemacht. Jetzt vielleicht. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig. Jetzt der Wechsel.
Duxch. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Das ist bitter. Das war die Riesengelegenheit, aber auch gut verteidigt. Und dann ist die Chance dahin. Trash. Kittel. Wird's jetzt gefährlich? Ein guter, super Pass. Und jetzt die Chance. Und er trifft. Und ein weiteres Tor. Und auch das geht in Ordnung. Sie zeigen eine super Leistung heute. Vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Aus und vorbei, der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super Leistung, hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren, da kann man sich schon mal freuen.